erschlossen. Okay, das ist schon mal gut. Schon mal ein Weg, den wir nicht gehen können, ist schon mal gut. Wieso sitzt der in so einem Scheißgebiet? Ja, wie kommt man auf die Idee, sich in so einem tödlichen, scheißdunklen, kackekligen Feuchtgebiet sich hinzusetzen und zu sagen, ach, hier ist doch der perfekte Zeitpunkt, mein Markt aufzuschlagen und hier will ich jetzt handeln. Perfekt. Der hat eine perfekte Position gefunden. Immerhin wird er hier nicht von der Polizei belästert, dass er nicht rumlungern soll und wird gefragt, ob er überhaupt eine Lizenz für seinen Shop hat, aber trotzdem. Goldharz, oh. Guck mal, jetzt haben wir einen NPC schon, der Blitz hinzufügt, einen NPC für Gift und einen für Feuer haben wir jetzt schon freigeschaltet. Aber will ich Seelen ausgeben? Ich meine, ich mache so viel Damage, eigentlich brauche ich das gar nicht. Bodenlose Kiste, die können wir uns mal holen. Der andere NPC hatte die auch schon. Holen wir uns mal. Gerades Kristallschwert und Kristallgroßschwert. Aber auch nicht stärker von den Werten her als mein Drachenschild. Aber Kristallschwert, sie hört sich schon cool an. Okay, Pfeile und Helm des Weisen. Okay, das ist seine Armor. Boah, ist die teuer, Junge. Warum willst du so viel für deine Klamotten? Gut, dann wird er hier nackt rumsitzen. Ist schon klar, dass es dann teuer ist. Okay. Well, I'm certain we will make a good trade eventually. So I'm willing to share some tips. If you see kindling in the catacombs, use divine weapons. Wenn ihr das in die Katakomben. Ja, was, wenn wir in die Katakomben gehen, sollen wir göttliche Waffen? Ich habe keine. Scheiße, brauche ich, wenn wir jetzt hier in den Katakomben rumlaufen, brauche ich dann göttliche Waffen? Okay. Das wäre natürlich jetzt schlecht. Ich habe nämlich nur eine Drachenwaffe. Guck mal, da ist die Ratte. Der Ratoide ist jetzt auch gekommen. So. Ja, aber da gehe ich jetzt erstmal nicht lang, weil hoch will ich ja nicht. Hoch ist er wieder zurück. Ist eh noch Zeit bis dahin. Achso, bin ich gerade gar nicht in den Katakomben. Ich dachte, ich wäre in den Katakomben. Das hier sieht nämlich aus wie Katakomben. Ich dachte, ich wäre in den Katakomben. Hier hoch will ich ja erstmal nicht. Das ist vielleicht der Rückweg dann, wenn ich den Boss besiegt habe. Ich will ja erstmal hier unten noch lang. Hier hatte ich ja noch nicht den anderen Pfad. Den Pfad mit dem Augenfrosch. Den Pfad mit dem Augenfrosch muss ich ja hier noch entlang gehen. Da ist Loot, da komme ich, denke ich, gleich hin. Oh, die Dinger nerven. Ich denke immer, dass hier so ein... Oh, an die Decke gucken. Zum Glück wenigstens... Secret? Nein. Immerhin erinnern mich diese Viecher, die hier sind, die erinnern mich wenigstens, dass hier theoretisch Schleime sein können und dass ich hin und wieder mal in die Decke gucken sollte. Ach, das sind die Tiefen. Ach so. Da haben wir auch wieder Augenfrosch. Augenfroschfreund. Das sind nicht die Augen von dem. Wie die aussehen. Nice. Easy. Kann ich den anderen vielleicht hier hinlocken? Komm her, Augenfrosch-Kollege. Die Zwischensequenz, die nachher kommt, okay. Okay, ich sollte mich vielleicht mal healen. Ich weiß zwar nicht, warum ich fast tot bin. Irgendwie kann ich mich nicht erinnern, so viel auf die Fresse bekommen zu haben. Aber ich sollte mich vielleicht healen. Sieht mir wie eine Falle aus. Sieht mir sehr nach einer Falle aus. Aber nichts an der Decke. Jetzt natürlich die Frage. Ich weiß, links ist ein Augenfrosch. Ich weiß, links ist einer. Aber die Frage ist rechts auch einer? Sieht nicht so aus. Habe ich da gerade... Oh ja, stimmt. Ich hab ihn schon gesehen. Scheiß Gift. Vergiftet werden will ich nicht, weil Gift in dem Spiel hier immer mega kacke ist irgendwie. Gift in dem Spiel hier ist mega kacke. Das ist nämlich Ewigkeiten ist das an. Da ist er. Guten Tag. Das dauert nämlich ewig, bis das mal despawnt.
Okay. Da haben wir wieder einen Augenfrosch. Der kommt hier gleich angeschissen, denke ich mal. Aber das ist bestimmt auch wieder nur ein Bait, oder? Weil links sind Ratten. Okay, Ratten sind nicht so schlimm. Augenfrosch. Lass mich in Ruhe, du sackgesichtiges Arschloch. Okay. Aber wenn du einmal vergiftet bist und nicht nochmal vergiftet, bis sie wieder weg ist. Okay, versteinert. Okay. Pist, erkennt. Oh, da hat mir gerade jemand was gespoilert. Man kann auch versteinert werden. Da unten ist ein Augenfrosch. Jetzt habe ich wieder 1000. Oh. Da könnte ich aber einen Double Kill versuchen. Yes. Nein, noch einer! Renn. Oh, hier sind versteinerte Viecher. Dann ist das gar kein Gift, was die machen. Habt ihr mir gerade echt gespoilert? Jetzt habe ich Schiss. Verpiss dich! Jetzt habe ich Schiss. Hier sind versteinerte Leute. Guck mal. Das ist kein Gift, was der macht, was die machen. Jetzt habe ich Schiss. Now I have shit. Oh, scheiße, da hast du wieder so ein... Na, mehrere? Weiß es nicht genau. Da hilft nur eins. Nein, weg! Oh, das sind drei Stück! Renn! Nein, die kommen aber schnell nach. Zum Glück one-shot ich die. Die wissen aber nie, wo ich bin. Die können hier selber nicht sehen. In dem oh, doch. Die können hier in dem Gebiet selber nicht gut gucken. Ja, alles gut, Rakan. Alles gut. Ich habe ja von Anfang an gesagt, Backseat Gaming ist in Ordnung. Also ich bin da nicht so. Da war aber noch einer, genau. Habe ich noch einen Blitzspeer? Nee, RIP. Ich habe keinen Blitzspeer mehr. Warte mal, da kann ich mir was einfallen lassen. Lass dich doch mal versteinern, ja, dann bin ich tot. Toll. Der kann hier sogar hochspucken, die Saudi. Oh, ja, Tatsache, ist ein anderes Symbol da unten. Ich habe es gerade kurz abgekriegt. Jetzt erstmal oben lang. Wo war der Weg hier? Ich will mich nicht versteinern lassen. Mal schön vorsichtig. Oh. Okay. Menschlichkeit. Sieht böse aus. Lieber mal rüberspringen. Achso, dann komme ich nur hier hin, okay. Danke. Ich dachte schon, irgendwas muss doch hier sein. Links nicht, rechts nicht. Und dann... Ring des bösen Auges. Guck mal, was der kann. Ring absorbiert TP von Gefallenen. Oh, das ist aber auch gut, oder? Wenn man die ganze Zeit bei jedem Kill... Wenn man so eine Art Life-Leech-Ring, oder? Also jetzt nicht bei einem, anscheinend nicht bei einem Treffer, sondern bei einem Kill. Aber scheint irgendwie so ein bisschen so ein Life-Leech-Ring zu sein. Auch vielleicht nicht schlecht, oder? Wenn man sich da, gerade wenn man gegen viele so Trash-Mobs kämpft, man hielt sich die ganze Zeit gegen. War ich hier schon? Ah ja, stimmt, hier waren die Versteinerten. Okay. Hey, hier ist nichts mehr. Dann bin ich hier komplett falsch, oder? Habe ich jetzt hier alles? Die Augenfrösche hier sind echt komisch. Aber wo sollen denn die Augen von denen sein? Was sind das denn sonst? Gibt ein Achievement. das ist ein guter Bait. Deswegen würde ich das fast machen, weil ich bin ja so ein Achievement Hunter. 5 Schwarzlöwentruhenschlüssel. Richtig, ich bin ja so ein Achievement Hunter. Da würde ich das sogar fast machen. Bin ich hier richtig? Ich bin sowas von ultimativ verlaufen.
Mal ist hier der. Ach genau, hier. Stimmt. Und jetzt war ja nur noch. Jetzt war nur noch ein. Das hier sieht mir Secret-mäßig aus. Nope. Okay. Ich sehe überall Secrets. Ich sehe mehr Secrets, als es eigentlich gibt. Boah, immer dieses, dass man links und rechts. Okay. Das ist schon wieder der Bossraum. Oder unten. Ah, guck mal, Tatsache. Da unten ist das Fog Gate. Das fucking Gate ist da unten. Okay, kann man. Hallo. Okay, da kann man nicht lang. Da ist das fucking Gate. So. Dark Souls in der Ego-Perspektive. Yo. Da geht's runter zum Fog Gate. Das war ja und. Oh, ich krieg so eine Panik jedes Mal, wenn ich sehe, es geht um irgendwo um eine Ecke und dann laufe ich und in dem Moment, wo ich um die Kurve laufe, denke ich mir, was wäre, wenn da jetzt ein Gegner steht? Und dann gucke ich total panisch nach rechts oder nach links, weil mir das immer erst im letzten Moment einfällt, dass man vielleicht mal vorsichtig um Ecken und Kanten gehen sollte. Aber der Bossraum, da ist echt groß. Prinzipiell finde ich das sehr gut, weil dann kann man sich auch viel bewegen. Aber. Wer weiß, was da für ein Assi. Wer weiß, was da für ein Assi kommt. In VR wäre es bestimmt auch interessant, oder? Dark Souls VR. Oh, Loot, nice. Schwere Arm. Ist das jetzt etwa ein Boss, den man tot schießen muss? Ist das ein Ranged Boss? Ja, man wird definitiv skeptischer bei jeder Kurve und jeder Ecke. Okay, bei Bossen können wir eigentlich immer zweihändig, weil da kann man eh nie irgendwas blocken. Man lag da unten nicht auch irgendwo. Ja, da, Tatsache, da lag Loot. Okay. Voll geheilt bin ich. Ich habe null Blitzsperre. Null. Okay, das heißt, wir müssen ihn. Geht gar nicht, wir müssen ihn verprügeln. Okay. Cutscene. Oh, was kommt jetzt? Und wo kommt's her? Oh oh. Ein Rüssel. Irgendein Krokodil ist es. Kleines Krokodilchen. Na gut, so klein ist es wahrscheinlich. Gar nicht. Okay, es ist gar nicht so klein. Wie? Okay, es ist auch kein Krokodil. Okay, darum. Ach du Scheiße. Okay, ich hoffe, der putzt sich gut seine Zähne. Ey, der hat ein bisschen zu tun. Klaffdrache. Okay, darum ist die Boss-Arena so groß, weil es einfach mal der fucking Klaffdrache ist. Erstmal hol ich mir den Loot. Hier kannst du den Schwanz abhaken. Ah ja, gut zu wissen, dann machen wir das doch. Robuste irgendwas. Wo rennt er denn hin? Was ist mit ihm kaputt? Yes, Großaxt des Drachenkönigs. Der hat doch schön stillgehalten, ne? Der hat gar nichts gemacht. Oh, oh. Okay, hat gar nicht so eine Riesenrange. Hat jetzt mit Schlimmerem gerechnet bei diesem Angriff. Okay. Er kann auch chargen, da sollte man vielleicht nicht vor ihm stehen. Aufpassen, was er macht. Okay, er macht. Der hält aber echt immer lange still. Was ist das? Weg, 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 weg. Okay, er kann. Dodge. Okay. Ist gleiche Taktik wie immer. Oh, 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 oh. Verpiss you. Er tritt zu, okay. Okay, da kann er so ausrasten. Er kann so ein bisschen mit seinem. Sprint. Okay. Er kann so ein bisschen ausrasten mit seinen Füßen. Er kann springen. Kommt er hinter mir her? Oh ja, er springt sogar auf ein bisschen. Bisschen in die Richtung springt da so ein bisschen von einem. Nein. Aber klassische Strat. Klassische Strat wie bei jedem Boss. Hinter ihm sein. Okay, geht aber gar nicht so einfach. Okay, jetzt klafft. Oh, oh. Das hat ein bisschen AOE.
Nein, nicht überrennen. Wow, okay, da darf man generell nicht zu nah an ihm sein. Ob einen das jetzt trifft oder nicht, man wird so ein bisschen weggeschleudert. Aber solange man hinter ihm ist, kann er eigentlich nichts, oder? Das hier war auch... Oh, doch. Stimmt. Okay, aber so dreht er... Okay, der, weil er zu... Was macht er jetzt? Er kann... Okay, er kann noch Grütze auf den Boden schleudern. Oh, vielleicht geht die nicht so weit. Warum hat die so eine riesen Range? Okay. Das ist eine krass riesige Range-Attacke. Ich will eigentlich nicht in der Nähe von seinem... Oh, scheiße. Ich will eigentlich nicht in der Nähe von... Oh, das macht viel Schaden, das Überrennen. Also okay, man sollte definitiv nicht vor ihm sein. Aber hinter ihm ist man eigentlich safe. Aber man muss dann für alles andere, was er macht, darf man nicht zu nah an ihm dran sein. Jetzt klafft er nur wieder so ein bisschen. Aber nur einmal jetzt oder zweimal vielleicht. Aber dann weg, weil wenn er jetzt charged, ist scheiße. Genau. Genau das gleiche hat er beim letzten Mal auch schon gemacht. Das hat mich voll erwischt. Aber jetzt bin ich eigentlich wieder safe. Boah, die Guild Wars Strats, jahrelanges Guild Wars Speedrunning hat mich auf dieses Spiel vorbereitet. Samarok sei Dank. Immer hinterm Boss stehen und hinten... Yes! Haha! Yes! Haha! Cool, da kann ich nur eins sagen. Praise the Sun! Praise the Sun! Hat er nichts gedroppt? Gut, er hat einen Schlüssel gedroppt, glaube ich. Die Cutscene war super. Also wie man da denkt, dieses kleine Krokodil... Dieses kleine Krokodil guckt da so hoch. So klein, oh, guck mal, wer ist denn da? Und auf einmal kommt da so ein riesen Clappy McClufface aus hochgeeiert. Aber der Boss war jetzt nicht schwer, oder? Also ich meine, wenn man einmal checkt, dass man nicht vor ihm stehen sollte. Ich meine, wenn ein riesen Drache vor einem steht, von dem der komplette Körper, ein riesengroßes Maul mit hunderten Zähnen ist, dass man dann nicht vor ihm stehen sollte, ist ja irgendwie klar, oder? Und wenn man das nicht macht, dann ist er eigentlich nicht schwierig. Das war auch ähnlich wie bei diesem verirrten Dämon, war das eigentlich nur hinter ihm stehen, oder? Immer auf Abstand, sobald er irgendwas macht, was komisch aussieht. Und sonst eigentlich immer nur hinter ihm stehen. Ja, jahrelange Guild Wars-Erfahrung. Ich meine, bei Guild Wars Raid-Bossen macht man ja nichts anders. Man guckt sich die Attacken an, man lernt die und versucht die dann zu umgehen. Und hinterm Gegner stehen ist prinzipiell eigentlich immer richtig. Das klappt eigentlich immer ziemlich gut, hinterm Gegner stehen. Ist das hier Secret? Nee. Sag mal, warte, ich habe doch auch eine Waffe bekommen. Müssen wir uns jetzt mal angucken, dieses Drachenkönig-Ding. Schwert, das war es. Nee, da war nicht. Großaxt des Drachenkönigs war das. Boah, 380? Boah, 50 Kraft und 380 Damage. Das ist schon krass, oder? Aber skaliert auch mit nix. Skaliert mit nix. Und ich meine, wenn man die zweihändig, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, die Hälfte braucht man, oder? 25 Kraft bräuchte ich, 25 Stärke, um die zweihändig zu führen. Bin ich auch noch weit weg von. Ja, das ist schon ein krasses Teil hier. Mal sehen, wie das aussieht. Uiuiui. Brauchst zwei Drittel. Ach so, letztens im ersten Stream hat einer gesagt, man braucht die Kraft, die Stärke wird verdoppelt, wenn man zweihändig trägt. Schon ein geiles Teil. Hat der auch irgendeinen Special-Angriff? Okay, ich kann gar nicht auswählen, ob ich stark oder schwach angreifen will. Na gut, dann nehmen wir wieder das OP-Drachenschwert rein. Ja, das, ich glaube wirklich durch das Schwert, was ich hier habe, ist das Spiel, glaube ich, schon deutlich einfacher, als es eigentlich sein sollte. Also ich glaube, ich habe damit schon mir einiges vereinfacht hier. In dem Spiel, dadurch. Itchy0815, danke für dein Follow. Also vielleicht, klar, ich weiß, ihr seid enttäuscht.
Ihr seid enttäuscht, dass ich nicht die ganze Zeit sterbe und versteinert werde, aber das ist wahrscheinlich sogar tatsächlich diesem Drachenschwert geschuldet. Dadurch, dass die Kämpfe sind halt kürzer, als sie sein müssten. Ich meine, wenn ein Kampf länger dauert, als er sein muss, dann gibt es natürlich auch mehr Situationen, wo man Fehler machen kann. Theoretisch dürften ja jetzt bis zu dieser einen Tür, die ich jetzt aufmachen kann, dürften ja jetzt keine Gegner kommen. Ich habe ja alles gekillt und bin an kein Bonfire gegangen. Aber ich hoffe mal... Wo geht's denn jetzt nochmal lang? Okay, hier nicht. Ah doch, hier. Itchy, huhu. Aber hier war okay. Okay, also ist der... Zählt der nicht als schwerer Gegner oder was? Ist der Ziegendämon frustrierender als der hier? Ich hoffe, jetzt kommt langsam mal ein Bonfire. Ich war schon seit ewig. Ich habe nur noch zwei Estus. Ich habe keine Blitzspeere mehr. Ich hoffe, hier kommt langsam mal ein Bonfire. Aber müsste jetzt. Ich habe ja gerade einen Boss besiegt. Und jetzt ist hier anscheinend ein neues Gebiet, was einfach mal grün wird. Grünes Gebiet. Schandstadt. Hier geht's runter. Ja, da unten sei. Unten geht's lang. Ich hoffe, ich muss da nicht hinspringen. Nein, da ist eine Leiter. Jetzt beginnt der... Oh nein, Rakal, ihr macht mir immer so eine Angst, Leute. Ihr macht mir immer Angst vor jedem Boss und jedem Gebiet. Auf jeden Fall kann man hier schon mal fett runterfallen. Und es ist natürlich... natürlich ist dieses Gebiet kein Deut heller als das davor. Oh oh. Oh oh! Was ist er denn für ein Kollege? Oh nein! Wo bin ich denn jetzt überhaupt, verdammte Fresse? Wo komme ich jetzt? Ach, hier hin. Scheiße, war das lang? War das weit? Nee, ne? Gerade ein neues Gebiet. Wahrscheinlich hätte ich nur den Typen besiegen müssen. Erster Gegner im Gebiet und dann wäre ein Bonfire gekommen oder irgendwie sowas. Holy shit. Okay, ich muss einen Death erhöhen. Toll. Ey, ich habe, glaube ich, echt mega souverän gespielt, oder? Also das habe ich, glaube ich, echt souverän hingekriegt. War das hier richtig? Ja, ne? Ja, stimmt. Okay, ist gar nicht so ein langer Weg. Darum wahrscheinlich kein Bonfire. Weil der Weg hier echt nicht lang ist. Jetzt bin ich ja schon... Okay, an den Fall alles ignorieren. Stimmt. Habe ich echt souverän... echt souverän... geschafft, das Gebiet hier. Also ich meine nicht das mit dem Ziegendämon, sondern das hier, dieses Dunkle, dieses Kanalisationsding. Jetzt komme ich hier in ein neues Gebiet und direkt der erste Gegner schleudert mich sonst wohin. Okay, also blocken ist schlecht bei dem anscheinend, weil der schleudert einen übertrieben weit weg. Aber jetzt kann ich wenigstens wieder Blitzspeere werfen. So, gucken wir mal. Dodge und Backstep. Okay, Backstep funktioniert bei denen. Wie viele Lebenspunkte hat denn der noch? Jetzt gar nicht geguckt. Und der vergiftet auch noch mit seinem... Nein! Nee. Palim, danke für dein Lurk. Na toll. Oh, ich komme nicht mal am ersten Gegner vorbei. In dem neuen Gebiet. Du hast ein paar Moosklumpen. Ja, stimmt. Der hat mit einem Schlag hat er fast komplett meine Giftleiste voll gemacht, ne? Mit einem Schlag. Boah, bei denen jedes Mal. Okay, das scheiß drauf. Ich renne einfach hin. Ich töte ihn da eh mit One-Shot. Aber voll blöd, dass wir jetzt wieder auf Gegner treffen, die ich nicht One-Shotte. Mann, oh. Und ich meine, dieses blöde Scheißvieh, dieses fette. Der überlebt sogar einen Backstep von mir. Ich konnte zwar leider gerade nicht sehen, wie viele Lebenspunkte der danach noch hatte. Vielleicht reicht dann einmal reinschlagen oder so.
Fährt man da ein bisschen Mimimi? Nein. Noch habe ich, wie nennt man das, Hochwasser? Nee, wie nennt man das, wenn man sich übertrieben stark fühlt und denkt, man kann alles schaffen, nennt man doch irgendwie Hochmut, aber da gibt es doch irgendwas, was mit Wasser, nicht Hochwasser, Überwasser oder irgendwie sowas, das meint. Oberwasser, genau, Oberwasser, nicht Hochwasser. Noch habe ich Oberwasser. Und der fuckt mich schon ab, vor allem hier auf dieser Kackbrücke. Okay, die Attacke ist schon mal gut. Die Attacke ist gut, wenn er die macht. Ach so. Ja, das ist einfach. Scheiße, ich habe 2 oh, ich habe 32.000. Die müssen wir erst loswerden. Sorry, Leute. Das müssen die, weil wenn jetzt hier ewig kein Bonfire kommt, wenn die weg sind, dann beiß ich mir in den Arsch. Wenn die weg sind, dann raste ich, glaube ich, aus. Huslager. Okay, die 33.000, die müssen wir kurz. Jetzt mich nichts one-shotten hier bitte. Ah, krass, dass so lange kein Bonfire kommt, auch nach dem Boss nicht. Oder generell in dem Gebiet. Und ich meine, das Bonfire, was ich hier habe, das ist ja auch noch eins. Da kommt man nicht mal eben so vorbei. Wenn man da nicht zufällig diesen Schlüssel findet oder wie ich den Generalschlüssel hat, dann hat man eventuell in diesem kompletten Gebiet, in den kompletten Katakomben hier, nee, sind ja gar nicht Katakomben, in den kompletten Kanalisationen hier, hat man kein Bonfire. Oh nice, T4 ready, cool. Also ich kann alles leveln hier. Boah, und noch mehr. Junge, ging ja ab hier. Hat sich richtig. Und der Klaffdrache, der anscheinend richtig reingeklafft hier seelentechnisch. Nice. Ach, scheiße. Ich glaube, ich entfach das mal, das Bonfire hier. Da gibt es auch zwei Bonfire, okay. Ich entfach das hier aber, glaube ich mal, weil wenn ich jetzt andauernd, permanent, weil ich überall runterfall, andauernd, immer wieder neu laufen muss, dann will ich wenigstens mit 10 Estus, da immer wieder in dieses Gebiet reinlaufen. Vor allem, weil dieser dicke Fette, den ich gerade besiegt habe, der ist ja jetzt wieder da, weil ich am Bonfire war. Und ich meine, ich benutze die Menschlichkeit ja sonst sowieso nicht. Okay, dann, oh, wenn ich aber renne, dann dreht es sich übertrieben früh um. Also dann merkt das wirklich ganz, ganz früh, wenn ich renne. Okay, das wäre jetzt natürlich richtig assi, wenn jetzt wirklich das Bonfire in Schandstadt direkt hinter diesem ersten dicken Fetten ist. Wenn ich den jetzt einfach nur besiegen muss und dann gehe ich 2 Schritte weiter, dann ist das Bonfire da. Dann war es umsonst. Aber gut. Und wieder Clip. Ja. Leiterclip. Wieder eine halbe Sekunde gespart im Speedrun. So. Und bei denen bringt auch Blocken nichts. Das heißt, ich kann auch zweihändig bei denen kämpfen. So, er macht wieder die Attacke. Die ist gut. Aber jetzt steht er zu weit weg, glaube ich, vom Abgrund. Okay. Wie viel hat er jetzt noch? Oh. Was ist das? Okay, er schreit nur dann. Oh, der hat ja noch fast voll! Scheiße, wieso hat er so viele Lebenspunkte? Holy shit! Nein. Ich muss 2 Backsteps machen, um den zu killen. 2 Backsteps. Jauche-Küchlein. Ja, damit kann ich Gegner toxifizieren. 2 Backsteps und noch 2 normale Angriffe muss ich auf den machen. Krass. Was ist das hier dunkel? Da unten liegt. Da steht irgendwas da unten. Und Loot ist da auch. Oh, noch so ein Vieh. Muss das sein? Gut, ich könnte mal einen Blitz auf den probieren. Okay, die Attacke ist echt angenehm, wenn sie die machen. Oh, die drehen sich aber schnell mit. Oh, oh, wow.
Ja, jetzt geh einfach runter. Okay, normal. Ich glaube, normal muss ich es gar nicht versuchen, den normal zu killen. Ohne Backsteps wird das nichts. Okay, wird doch was. Dauert zwar ein bisschen. Aber geht schon. Man kann die auch so killen. Das einzige Gute ist, hier ist der Weg ein bisschen breiter.